Was ist denn das? Was ist das für ein Spiel? Ach du Kacke! Das gibt es noch? Das gibt es noch auf Platte bei mir? Ja, das war der beste Anfang ever, wie immer. Und ich begrüße euch herzlich bei The Forest. Und bevor wir hier richtig loslegen, muss ich euch leider... Ja, hi Demrick. Hallo Demrick. Muss ich euch leider eine schlechte Nachricht verkünden, was The Forest angeht. Ja, ich bin ehrlich, es ist die allerletzte Folge The Forest auf diesem Channel. Naja, ich bin mir noch nicht so sicher, vielleicht irgendwann mal. Es war es erstmal vorerst mit The Forest, denn Forest musste für ein neues Projekt weichen, sagen wir mal so. Warte mal, ich gehe erstmal pennen, damit man was sieht. Moment mal kurz. Auch mal kurz dies hier. Moment, ich rede gleich weiter. Ich muss mal kurz mal hier so. Hallo! Mann! Moment mal kurz. So sieht es doch schon viel besser aus. Ich habe Demrick auch nochmal eingeladen hier. Hier hört man den im Hintergrund. Weil ich mir dachte, er gehört ja ein bisschen dazu, zu diesem Let's Play von The Forest. Ja, hab's dieses Mal ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, man hört das auch jetzt einigermaßen, die Lieder. Ja, und zwar muss The Forest für ein anderes Projekt weichen. Das andere Projekt wird natürlich auch sehr lustig. Ich freue mich auch schon drauf. Ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß haben wie ich da. Ja, ich sammle jetzt nichts, wir haben eh alles, was wir brauchen. Und ich wollte in dieser Folge einfach nur ein bisschen spazieren gehen. Die Hütte, ja, war nett, die endlich mal zu Ende zu bauen. Ja, so viel dazu. Ja, es wird ein neues Projekt geben. Dreadout ist jetzt auch... ja, ich spoiler nicht, ich weiß nicht. Das habt ihr nicht gehört. Ich weiß nicht, wann diese Folge kommt. Entweder dazwischen oder vor Dreadout oder nach Dreadout. Ich habe keine Ahnung. Sagen wir mal so, Dreadout ist fast im Finale, sagen wir mal so. Und nach Dreadout kommt natürlich auch noch ein weiterer Horrorschocker. Ich sag natürlich noch nicht, was es sein wird. Sagen wir mal so, jeden ist das Spiel bekannt mittlerweile. Und ich habe auch Bock, das nochmal zu zocken. Ich habe es schon mal privat gespielt, ein bisschen. Aber ich will das auch mal let's playen, weil ich habe Bock dazu. Ich habe voll Bock und Elan drauf. Ich habe Elan drauf. Draufgeschmiert habe ich das. Ja, so viel dazu. Der Herd, der springt vor Freude, weil er sich auch schon freut auf die neuen Projekte auf diesem Channel. Und ja, ich bin jetzt momentan kurz nach dem Festival hier wieder zu Hause. Das Festival ist jetzt ein paar Tage her schon. Der Sonnenbrand ist noch geblieben, leider. Ich pelle mich gerade. Also meine Haut geht ab oben an den Schultern. Das ist natürlich toll, weil mein Stuhl voller Krümel ist. Das finde ich immer gut. Und warum... Hallo! Spiel! Spiel! Boah, jetzt hat er aber richtig lange nachgeladen. Und jetzt erstmal ein bisschen Mucke. Yeah. Aha. Yeah. Yeah. Guck mal, hier ist ein See oder ein Meer. Yeah. Ah. Also wenn ich anfange zu rappen, dann werden die Seesterne irgendwie, na keine Ahnung, die werden fliegen dann. Die haben dann, denken die sich, die haben nicht. Ja, oder man steckt einfach den Kopf in den Arsch, das wäre auch eine Möglichkeit. Ach ja, diese Zufälle immer. Ich verstehe aber nicht, was das mit dem Boot ist eigentlich. Warum ist da kein Boot? Ich geh mal kurz rein. Ich hoffe, das stört keinen hier auf der Insel. Nö. Jo. Jetzt pass auf. Eigentlich müsste das ein Boot sein. Ein komplettes Boot. Naja, egal. So, Demrick, was hast du zu sagen? Ja, komm, wir gehen in den Club, Alter. Und dann lassen wir das Wasser in uns hineinfließen. In Klammern das Wasser, natürlich. Mineralwasser, wie ich immer so schön sage. Boot. Ja, das sieht mir ziemlich sehr nach einem Boot aus. Ja. Ich verstehe das nicht. Egal, ich gehe mal wieder hier raus. Mir ist ein bisschen kalt. Und nass bin ich auch. Ich hole mir da noch einen Schnupfen. Das ist doch ungesund. Das kann man so nicht machen. Ja. Warum mache ich diese Folge The Forest, wenn ich das eh beenden möchte? Und zwar aus diesem Grund, weil ich meine Let's Plays immer jetzt so unterbrochen habe, einfach ohne irgendwas zu sagen. Und das fand ich immer ein bisschen asozial gegenüber den Zuschauern.
Weil, ja, du guckst, auf einmal plötzlich kommt gar nichts mehr und die wissen dann nicht, hä, warum ist jetzt vorbei? Der hat doch gar nichts gesagt. Der hat grundlos einfach die Folgen beendet und macht keine mehr. Ja, deswegen mache ich diese Folge, so, damit wäre das auch schon mal geklärt. Ich wollte mich einfach auch emotional von diesem Spiel verabschieden, diese schönen Bäume, die überhaupt nicht pixelig aussehen, so in der Ferne. Ich werde das alles ein bisschen vermissen. Naja, ein Vermissen ist relativ. Ist nur ein Spiel. Aber es wird die letzte Folge sein, vorerst, vielleicht irgendwann mal, wenn das Spiel wirklich ausgereift ist, weil das ist ja alles noch Beta, Beta, Beta. Frühe Erscheinungen und so, davon haben wir jetzt einen Haufen im Internet rumfliegen. Das sind nicht beendeten Spiele, das ist auch so ein Thema. Ach, das spreche ich gar nicht erstmal an. Erstmal schön Geld nehmen und dann mal gucken, was man daraus so machen könnte. Meistens geht das in die Hose. Oder auch nicht, es gibt auch gute Beispiele. Ich glaube, das Spiel wird irgendwann mal top sein. Vor allem, weil es ja auch für die Oculus, weiterentwickelt wird. So, in der Oculus sieht das bestimmt alles schon geil aus. Moment mal kurz, mein Nacken tut weh. Aua! Aua! Ja, ich sitze heute schon länger am PC ein bisschen. Hab hier und da mal ein bisschen aufgenommen. Ein bisschen geschnitten, ein bisschen gerendert. Ja, und der Nacken, der bedankt sich dann immer äußerst freundlich bei dir. Hallo Stein. Ja, die neuen Projekte werden auf jeden Fall lustig. Eins wird lustig, eins nicht so wirklich lustig, aber da muss ich auch mal durch. Mal wieder. So, hier natürlich Wasser, was hochfließt. Ganz normal in der Wildnis. Ganz, ganz normal. So, was machen wir denn hier? Ja, in fast zwei Wochen wird es wieder ein neuen Vlog geben. Da freue ich mich drauf. Ein berühmter US-Rapper wird performen hier in meiner Nähe. Und werde das alles auf Kamera festhalten. Und ja, wer sich meine Vlogs öfter anguckt und sagt, boah, Andi, deine Kamera ist ja schon ein bisschen scheiße und so, ne? Ja, ich verstehe das voll und ganz. Ich sehe das selber. Dass die Kamera, naja, ich weiß nicht, die ist nicht mal Full HD oder so. Ein paar Videos in dem letzten Vlog von Out for Fame, da habe ich auch ein bisschen mit Kamera, mit Handykamera aufgenommen. Alter, mit Handykamera aufgenommen. Und das war irgendwie besser als mit der normalen Handcam, die ich habe. Die nur 720p Videos aufnimmt und das sieht man stark. Ach du Kacke, das sieht man so stark. Deswegen, ich bemühe mich für andere Vlogs, für Vlogs, die noch kommen werden auf dem Channel. Ich bemühe mich drum, eine neue Kamera zu organisieren. Damit das, schöner aussieht, sagen wir mal so. Damit man auch meine Pickel zählen kann. Denn das ist auch immer lebensnotwendig, die Pickel anderer zählen können, damit man selber sagen kann, ha, der Pickel ist ich bin besser als der. Ja, zum Beispiel das. Das finde ich auch ganz toll. Das kann man so machen. Ach ja, The Forest. Die Folge wird auch nicht allzu lang sein. Ich wollte hier nur ein bisschen quatschen, erklären, was so momentan abgeht. YouTuber-Leben. Voll das YouTuber-Leben hier. Auf dem Stuhl sitzen, furzen, das ist das Leben. Ja. Ich habe aber nicht gefurzt. Egal. Ich halte die Klappe. Ich weiß nicht, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann rede ich einfach nur Scheiße. Ich glaube, es kommt davon, dass ich hier alleine sitze und mit dem Bildschirm diskutiere gerade. Der schöne Farben auch wiedergibt. Das ist seine Antwort quasi. Viele Farben. Ja, viele Farben. Kauf dir was Schönes. Hier hast du ein paar Farben. Die sind zum Beispiel sowas, ey. Scheiße, was laber ich immer? Boah, ich freue mich schon auf die neuen Let's Plays, die ich machen werde. Das werden coole Spiele. Coole Spiele. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, der und der hat das auch schon Let's Played. Ja. Sagen wir mal so, es wurde jedes Spiel, was es gibt, wurde schon Let's Played. Ich kenne nicht ein Spiel, das noch nicht Let's Played wurde. Denn sonst hätte ich das auch getan und dann wäre das auch schon Let's Play. Verstehst du, was ich meine?
So. Demrick, was geht? Demrick. Ja, bisschen noch die Gegend hier erkunden. Solange es noch hell ist. Ja. Ich bin der König der Welt. Ja, das bist du. Du, der gerade zuschaut. Ja. Du bist für mich ein König. Denn für mich sind alle hoch und heilig, wenn die meine Videos gucken. Und wenn es denen auch gefällt. Das sind für mich Götter. Von Religion nehmen wir das mal weg, das Thema jetzt gerade, Gott und so. Ihr seid einfach Götter. So, Punkt. Ich habe ja schon bald 100 Abonnenten. 100. Ich dachte, es wird bei 5 bleiben oder so. Meine besten Freunde, die es sich angucken. 100 bald. Okay. Wer guckt sich das an? Ich weiß es gar nicht. Ich würde mal so gerne wissen, wer sich das anguckt. Vielleicht schreibt ihr mal so unter die Kommentare, wer das Video gerade sieht. Wer denn so alles zuschaut? Das wäre nicht schlecht. La 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 la. Und vielleicht kennen ja einige von euch, einige mehr wahrscheinlich, einen Let's Player. Kunga heißt er, macht Minecraft-Videos auf YouTube. Hat knapp um die 100.000 Abonnenten. Ich glaube schon so um die Zahl da. Und mal gucken, vielleicht. Ja, ich muss hinzufügen, das ist ein alter Kollege von mir, ein alter Schulfreund. Wir waren zusammen in der Grundschule und haben so einige Sachen erlebt, auch nach der Grundschule. Ach, ja, der Typ, der hat sich überhaupt gar nicht verändert, der ist immer noch so verrückt wie früher. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir mal was zusammen starten würden. Er war übrigens auch auf dem Out for Fame Festival, habe ich so mal gesehen im Internet, wusste ich gar nicht. Hätte ich ihn getroffen, dann würden wir da ein bisschen ordentlich tanken, Mineralwasser tanken, natürlich, in Flaschen, da konnte man auch Wasser in Flaschen füllen, das meinte ich genau damit, ganz genau das. Ja, auf jeden Fall, mal gucken, vielleicht entschließt er sich irgendwann mal mit Lil Antelpy und Kunga, was, naja, ein kleines Projekt zu starten, mal gucken, hätte ich schon Bock drauf eigentlich. Nicht unbedingt Minecraft, aber vielleicht mal was anderes, damit sein Channel mal Farbe annimmt und nicht immer bei grün bleibt. Wenn du zuschaust, Nico, ne, du weißt Bescheid. Okay, Kunga, bla bla bla. So, hier mal durch. Dann gehen wir mal nach oben. So, wir haben was Hunger, das heißt, ich gönne mir mal was aus dem Inventar, denn wir haben genug. Komm, wir essen die letzten Riegel auf hier im Spiel, trinken uns eine Coke. Uns geht's wirklich gut auf der Insel, aber wir lassen den jungen Herrn hier alleine mal survivalen. Denn auf dem Channel muss Platz gemacht werden für neue Sachen. Und The Forest, naja, man kann hier nicht wirklich viel zeigen, ne? Du hast Wald, eine Axt, ja, hat irgendwie gar keine Freunde hier zu Besuch, die uns umbringen wollen. Ah, plötzlich bimmelt einer aus der Ecke, oder was? Cool. Alter! Ich dachte, die Pflanzen wären irgendwie so, ne? Gegner. Das sind eh die schlimmsten Gegner hier im Wald. Deswegen müssen die alle erstmal vernichtet werden. Pass auf. Zack. Zack. Und zack. So, die andere lasse ich stehen, damit die, ja, sich verbreiten können. So. Ja. Wie gesagt, ich habe schon alles gezeigt, was es hier so gibt bei The Forest. Ne? Du siehst ja, hier siehst du was und da siehst du auch was. Und ja, jetzt haben wir es gesehen. Ja. So informativreich wie ein leeres Buch. Sogar ein leeres Buch sagt mehr aus als ich. Warum mache ich mich so runter eigentlich? Womit habe ich das verdient? Schäm dich, Andi. Schäm dich. So. Selbst bestraft auch noch jetzt. Ach, egal.
So, pass mal auf, können wir hier einfach so hochklettern? Was war da? Hier war was. Ich hab's gesehen. Nee, das war's nicht. Hä? Was war hier? Hui! Ja, wir können einfach hier hochklettern. Finde ich gut. So, bald ist es vorbei. Bald ist The Forest vorbei auf dem Channel. Ein emotionaler Abschied. Bevor alles vorbei ist. Genießt doch diesen Ausblick hier. So, genießt ihn. Genießen, genießen. Kann man die Axt wegpacken eigentlich? Kann man irgendwas anderes stattdessen nehmen? Also was Unsichtbares? Oh. Ah, okay. Nehmen wir mal. Ja. Das wollte ich gar nicht. Egal. So, dann latschen wir noch ein bisschen hier entlang, da entlang. So langsam kommt die Abenddämmerung, behaupte ich mal. Ja, ja, ja. So, es wird langsam dunkel. Das heißt, wir gehen zurück zur Hütte. So wie immer. Das will ich so beibehalten. Erstmal auch bei der letzten Folge. Will ich nach Tradition spielen. Und die Folge dann auch da beenden. Die allerletzte Folge der Forest. So traurig, so traurig. Naja, alles hat mein Ende, ne? Außer die Wurst, die hat immer zwei. Merkt euch das. Geh nach oben. Jetzt kommen die Spastmatiker natürlich aus der Ecke gesprungen. Gleich. Aber wo sind wir hier? Waren wir hier gerade? Irgendwie nicht so, ne? Ein Häschen, komm, das lassen wir leben, das auch. Weil das ist ja das letzte Mal. Da lassen wir alles friedlich hinter uns. Ach ja, The Forest. War ein relativ kurzes Let's Play, wie alle anderen auch bei mir. Aber... Yeah! So, sind die... Okay, die sind nicht hinter uns. Alter! Voll verjagt gerade ein bisschen, so zur Seite gesprungen, so. Mit der Maus, so. Bam! So voll zur Seite so. Oh. Aha. So. Wo ist das Haus? Da ist das Haus. Oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier lang zu laufen. Tische? Blutige Tische? Blutige Tische. Ah, das ist ein Spoiler für das nächste Horror-Let's Play. Hohoho. Tja, jetzt könnt ihr euch Gedanken machen. Ne? Jetzt könnt ihr grübeln. Das ist jetzt euer Problem. Ich muss ja auch ein bisschen überlegen, was ich mache. So, wir sind gleich at home. Bom, bom, bom. Ja, ich, Idiot, wollte 10 bis 15 Minuten machen. Jetzt sind es schon über 17 Minuten, glaube ich. So, aber das ist egal. Das ist egal. Das ist eh die letzte Folge. Da kann man ruhig mal Ausnahmezustand machen. Fuck life, Junge. Fuck life. So, da wären wir. Was kann man noch so machen, bevor es dunkler wird? Wir gehen ein bisschen baden. Ja, verstehe ich nicht. Egal. So, die Tischpflanze, die lassen wir natürlich stehen. Der Harald hier, der kann sich drum kümmern, während wir weg sind. Das kriegt er schon hin. Ich glaube, das kriegt er schon hin. Ach ja, Schildkröten. Warum gibt es hier keine Frösche, frage ich mich. Das ist doch so ein Froschteilchen. Fröschchen, seid ihr?
Fröschchen. Unser Hauspool sozusagen. Der wird mir auch fehlen. Wie geil das wäre eigentlich. Zu Hause so ein, naja, nicht unbedingt ein Teich, aber so ein Vorgartenpool. Also quasi keine Wiese, sondern nur ein Pool. Dann hast du so einen Steg zum Eingang deines Hauses und daneben nur Wasser. Das wäre voll geil, wenn er vom Dach Wasserfall runterfallen würde, so von der Hausseite natürlich. So runter in den Teich, so nicht Teich, im Pool meine ich, Pool. So. Das wäre nice. Komm, was soll der Geiz? Ich gehe mal nach oben und springe ins Wasser. hallo? Nicht festpacken! Natürlich komme ich hier nicht hoch. Oh, leck mich doch am Besen. So, hier hoch. La 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 la. Was soll der Geiz? Machen wir doch einfach mal. Wenn ich treffe. So, bevor wir das machen, natürlich noch kurz Energie tanken. Was ist mit der Decke los? Egal. So, nehmen wir mal den hier und mal den hier. Und nochmal. Hä? Hat alle. Ach, egal. Der hat alle genommen. Huch! Drei, zwei, eins. Weepie! Ja. Haben wir das auch schon mal gemacht? Letzte Folge, was kann man noch machen? Wollen wir uns besaufen? Das wollte ich immer mal wissen. Ach, das ist Energie? Sind wir besoffen? Nö. Das nimmt Energie weg, meinte der. Toll. Ich dachte, wir taukeln jetzt hier ein bisschen durch die Gegend. Denkste, Junge. So, ich speichere mal aus Prinzip einfach nur. Ist immer noch nicht dunkel. Was mache ich denn so lange? Komm, ich brauche Gegner. Ich will ein bisschen Action haben noch. Action! Ich will Action! Nein, die wollen nicht spielen. Die wollen nicht mit uns spielen. Na gut. Wenn das so ist, sucht euch andere Freunde. Ich kann auch ohne euch. Ja. So, ein Köfferchen. Boah, ich freue mich wirklich auf die neuen Let's Plays. Ich weiß nicht, was los mit mir ist. Ich glaube, es liegt daran, dass ich es immer schon mal machen wollte. Dieses Spiel und dieses Spiel. Ja, es werden zwei Spiele. Und ab und zu kommt mal ein Trash-Game zwischendurch, natürlich. Die vernachlässige ich nicht. Die sind immer noch der Klassiker irgendwie. Ach ja. So, da scheint die Sonne durch den Berg. Das heißt, langsam aber sicher müssen wir Abschied nehmen. Zünden nochmal kurz das Feuer. Feuer! So, wo stelle ich mich mal kurz hin? Wie immer hier unser Spot. So, die Pflanze kann kurz weg. Du stößt mich! So, dann stelle ich mich hier hin. Speichere kurz, aus Gründen, keine Ahnung. Ich werde das Spiel, glaube ich, eh gleich von der Platte nehmen, denn es muss Platz gemacht werden. Damit meinte ich Platz. Platz auf der Platte. Ja. Ich weiß nicht, soll ich mich hier verabschieden oder im Endscreen, im Endlogo, von Endvideo. Komm, ich mach das jetzt hier bei der Musik von Demrick and the Makers. Kurz Werbung machen. Ja. Das war The Forest, meine Freunde. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es waren. 8, 9 oder sowas. 10 noch nicht. Denn die 10 erreiche ich grundsätzlich überhaupt nicht im Spielen. Ja. Jetzt geht die Party hier ab, weißt du? Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war The Forest für euch, meine Freunde, und für mich auch. Und mal gucken, warum glitsche ich jetzt nach hinten? Hallo? Ach. Der da. Sollen wir mal die Hütte zerstören? Komm, wir haben gespeichert. Whee!
Wii? Ich wollte noch ein bisschen Spaß haben hier. Geht das nicht? Ah, okay. Man kann nur die zerstören. Wut! 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 Bam! Bam! Es macht Spaß irgendwie, es macht Spaß! Ja! Ja! Kann ich auch das Dach? Ja, natürlich. Cool! Alter! Warte mal, das wird ein gutes Thumbnail, wird das? Ja, wir sind voll am Arsch gerade. So, warte mal, ich muss mal. So, hier, Hütte. Das ist die berühmte Hütte. Was wollt ihr vier? Vier. Ich wollte mich doch gerade verabschieden. Die wollen doch auch nochmal Tschüss sagen, glaube ich. Hallo? Lass mich mal in Ruhe, Freunde. So, wie gesagt, das war The Forest. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und man sieht sich dann in einem anderen Projekt, in einem neuen Projekt, auf das ich mich schon länger freue. Hui! Hui, was ist los hier? Auf das Projekt freue ich mich schon länger. Und ja, danke fürs Zuschauen. Zum dritten Mal und zum vierten Mal nochmal. Dankeschön fürs Zuschauen. Und man sieht sich in einem anderen Video. Tschüss und haut rein, Leute.